The following is classified level row. Unauthorized access is punishable under the GTVA Security Act, Deneb Convention, Section 2135. We vanquished the Shivans in the Great War, but the hard questions remain. How would we confront the threat of future invasion? The Shivans might return at any time, any place, without warning. How would we fight the next threat to the very existence of our species? In 2345, on the 10th anniversary of the Shivan attack on Ross 128, the Vasudan Emperor Khonsu II addressed the newly formed GTVA General Assembly. The Emperor inaugurated an ambitious and unprecedented joint endeavor, the GTVA Colossus. Together we built a civilization in the ruins of the Great War. And now we stand on the threshold of a new era of prosperity and harmony. Through Project Colossus, the Vasudan people celebrate a renewed covenant of peaceful coexistence and mutual defense of our territories. The Colossus is the most powerful space-faring warship ever constructed. Spanning 6 kilometers from bow to stern, the Colossus has taken over 20 years to complete. 12 Lucifer-class destroyers can fit within its massive hull. Its state-of-the-art weaponry includes 45 laser turrets, 15 flak guns, 12 missile batteries, and 12 beam cannons. The Colossus wields more firepower than 5 Orion-class destroyers combined. 60 fighter and bomber wings are housed in its vast hangar, and its crew numbers over 30,000. Among its major contractors are industry giants Triton Dynamics, Subak Innes, and the Akaton Corporation. The Alliance now wages war on multiple fronts. In Deneb, Alpha Centauri, Epsilon Pegasi, and the mysterious nebula beyond Gamma Draconis. Once deployed, the Colossus will end these conflicts swiftly and decisively. If ever the Shivans return to threaten our worlds, we will be ready to face the challenge, securing peace for today and for generations to come. Ja, Lobrede auf die Colossus. The 242nd will escort a supply convoy as it makes its rendezvous with the GTVA Colossus. As we prepare the Colossus for the Allied counterattack, we must handle the logistics of supplying and maintaining this warship. Convoys of transports, gas miners, and freighters have been deployed for this purpose. Das will ich aber nochmal sagen, dass die, dass das gerade ziemlich verherrlichend war, weil gesagt wurde, dass die Colossus, also von wegen die Colossus bauen, um Frieden wiederherzustellen. Ja, Bomben für Frieden, ne? Also das ist eigentlich auch nicht der Weg. Aber naja, ist ein Spiel. Ach siehst du, ich wollte noch was gucken. Ach so, Anukit, das ist ein Gasminer. Zephyrus. The Colossus will jump in and rendezvous with your convoy at the Capella Jump Node, located on the far side of an asteroid field. The area has been the site of intense fighting and rebel activity. Intelligence believes the rebels might attempt to attack our supply convoys rather than challenge the Colossus directly. Na, das finde ich ja top. Ich darf einerseits die Gegner abwehren und andererseits die Asteroiden abwehren. Hier ist nochmal die Colossus. Die ist wirklich kolossal. Die sieht ein bisschen anders aus. Jetzt hier, das ist eine Hecate. Aber naja. Asteroid. Ja, toll. Sehr schön. You will be leading Alpha Wing, the main escort component. Your mission is to defend the GTFR Paracomb, the GTG Avila, and the GVG Juyun. The Avila and Juyun are mining vessels designed to collect fuel from gas giants for the reactors that power the Colossus. Ja, also Treibstoff und ein ganz normaler Transporter. Und wieder nur 3 Flieger, die das verteidigen. Klar. The Vasudans have dispatched a wing of Serapis fighters to guard the Juyun. You do not have command over this unit. However,
The 242nd Suicide Kings are responsible for the Juyun's safety. 18 months of civil war are beginning to strain Terran-Basudan relations, especially in contested systems. See to it that Juyun survives. Okay, also das Schiff muss auf jeden Fall überleben. Oh, ich darf auch einen Loki und einen Useless nehmen. Aber ich bleib gerne beim Perseus. Der ist schön schnell. Gut, ach, wisst ihr, wir lassen einfach mal die Prometheus drin, wenn sie uns das immer so andrehen wollen. Meine Güte, dann sollen sie doch. So. Na komm schon. So. Los geht's. Wir gehen in das Asteroid-Field jetzt, Command. Wir sind ca. 23 km von der Capella-Jump-Node. I'm picking up hostile indicators on my radar. I can't get a lock. Might be nothing but asteroid interference. That's wishful thinking, pilot. Proceed with caution and stay close to the convoy. Okay, 7,5 Minuten zum Wegpunkt, beziehungsweise 8 Minuten zum Wegpunkt. So. Können die nicht schneller fliegen? Keine Gegner zu sehen. Oh, ich kann ja schon ein bisschen, Oh. Stirb! Ja, man muss auch da drauf schießen, ne? Und da haben wir schon den ersten Kumpel. So, ja, ist ja gut, ist ja gut. Lass mich doch mal kurz hier deinen Kumpel kaputt machen, bevor du auf mich schießt. Oh Gott, mehr Schilde. Was? 10%? Meine Fresse. Mit Bombern. Leute, Leute, Leute. Ah. Wow. Scheiße. Na toll. Okay, ich glaube, ich muss die Wasserempfindlichkeit auch noch mal ein kleines bisschen mehr runterstellen. Das ist gerade schon ziemlich krass. So. Und dann... Ja, ja, danke, das weiß ich jetzt. Okay, das mit dem Prometheus war eine doofe Idee. Und... Ja, was machen wir? Ach, der Rest bleibt so. We're heading into the asteroid field now, Command. We're approximately 23 kilometers from the Capella jump node. I'm picking up hostile indicators on my radar. I can't get a lock. Might be nothing but asteroid interference. That's wishful thinking, pilot. Proceed with caution and stay close to the convoy. Durch, durch. Geiles Geräusch, dieser Engine Wash.
activated 1,000 meters of convoy. Destroy it, but be careful, Alpha. The NTF seem to have an ambush in order. Keep an eye out for hostile fighters. Rebels have sortied their Medusa bombers. Intercept them before they fire their missiles. We must protect that convoy. Ah, schönen Dank. So, erstmal auf alle schießen, die hier mit anvisiert haben. Ey, geht das schnell hier? Was? Was? 1%? Das gibt's doch nicht. Ich kann doch nicht so zu blöd sein, dieses Ding zu fliegen. Ah. Ja, lass nicht die Bombe jetzt Bombe sein hier. Oh mein Gott. Mehr Schilde. Was zur Hölle, ey? Ja, hm. Ja, toll, fliegt er mich einfach kaputt oder was? Boah, nee, ey. Okay, einen Versuch mache ich noch. Dann habe ich auch genug aufgenommen hier. So, ich gehe mal von Anfang an mehr auf Schilde. Kann er nicht zu blöd sein, eine Konvoi-Mission zu machen? That's wishful thinking, Pilot. Proceed with caution and stay close to the convoy. Naja, mal gucken. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Ja. Ich habe ja heute... ich habe ja letztens noch Call of Duty aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei Pokémon erzählt habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe erst hinterher Call of Duty aufgenommen oder so. Und ja, das lade ich dann heute hoch und das kommt dann morgen. Und ja, ich muss dann nochmal kurz was reinschreiben, weil ich da ein bisschen Quatsch erzählt habe. Okay. Da ist noch eine Alistair. Den Frontschilder verstärken, aber hilft offensichtlich nicht so richtig. Noch eine Alistair. So. Sag mal, wie viel haben die denn davon? Ich sollte die töten, bevor sie ihre Bomben abschießen, sonst habe ich ein Problem. Weil die Bomben muss ich entweder... Also die muss ich aus der Entfernung zerstören, aber das ist halt auch immer nicht so einfach. Toll. Ah!
Gut, die Bombe habe ich zerstört mal, ausnahmsweise. Ah, das läuft doch schon besser. Ja, ja, ich hab's schon mitbekommen, danke. So, Matching Speed. Und kaputt. Mensch, ich kann ja doch einen Jäger fliegen. Am besten wäre Heavy Panzerung, also very, very heavy Panzerung und dann Maneuverability excellent oder so. Das wäre gut. Aber es ist mir natürlich leider nicht vergönnt. So, wie geht's mit dem Konvoi? Oh, geht, ne? Wie lange haben die noch? 4 Minuten. So. Herkules. Ah, scheiße. So, Wings, Alpha, destroy my target. Ah! Die Raketen habe ich gesehen, oder konnte ich jetzt nichts mehr machen? Okay. Ich muss dieses Beam Turret ausschalten. Oh oh. Ich kann gerade nicht meinen Back watchen. Ah, toll, ey. Bei Shockwave from Maelstrom exploding. Okay. Ja, wie auch immer. Ich höre jetzt erstmal aufzunehmen. Das nächste Mal schaffe ich die Mission hoffentlich. Und ich wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.